So, dann wollen wir uns mal mit zwei zweihändigen Waffen ausrüsten. Ich nehme die Uppercut, weil das Ding liebe ich irgendwie. Das war ja noch auf dem Testserver. Ich dachte, man muss da noch drauf klicken. Es reicht, wenn ihr die Waffe zweimal klickt und dann ist sie im jeweiligen Slot. So, und dann gucken wir uns gleich nochmal einen Testlauf an, wo ich mit Micha auf dem Testserver war und bis hier rechts. Das zweihändige Schießen zu testen. Ist halt bei der Versorgungskiste, ja. Hat einen Hit. Alter. Ich hab'n. Sauber. Ist hier links. Der rennt weiter zu dir rüber. Macht auf alle Fälle Spaß. Ist wahrscheinlich nicht meine bevorzugte Methode zu schießen. Höchstens mit Quartiermeister geht's gut. Könnt ihr eine Langwaffe mitnehmen. Ansonsten eher was für Freunde der CSGO-Szene. Ich brauche mein Kim und Korn. So, nun kommen wir zu den Prüfungen, zu den PvE-Prüfungen. Da habt ihr zwei Maps, Stillwater Bayou und Lawson Delta. Auf beiden habt ihr 16 Prüfungen, die ihr absolvieren könnt oder müsst oder wollt oder sollt. Keine Ahnung. Ich habe davon mal die ersten beiden gemacht. Und ja, auf was es dabei ankommt, das schauen wir uns gleich an. So, was kann schief gehen? Bei dieser Prüfung müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht mehr Pfeile verschießt, als ihr Hives töten müsst, weil dann schafft ihr die Prüfung auf schwer nämlich nicht. Schaden dürft ihr auch nicht bekommen. Weder Giftschaden von den Fliegen oder Fallschaden, wie in diesem Beispiel. Dann ist das auch hinfällig. So, aber nun zu der Runde, bei der ich es dann endlich geschafft hatte, nach was weiß ich wie vielen Anläufen. Was immer günstig wäre, dass die Hives mit dem ersten Schuss gleich das Zeitliche segnen. Das klappt leider nicht immer, bei mir jedenfalls. Aber zum Glück, in diesem Run ging alles gut. Trotz, dass ich am Ende nur noch so viele Pfeile hatte, wie ich Hives töten musste und jeder Treffer sitzen sollte. So, jetzt nehme ich den Hinweis nicht gleich. Ich warte erstmal, schieß, weil vergessen nachzuladen. Es kann immer irgendwie was schief gehen, dass ihr vielleicht irgendwie eine Hive erschießen wollt vorher. Achtet darauf, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, nehmt den Hinweis nicht gleich. Das kann euch manchmal ein paar Sekunden retten. Auch so, was natürlich noch ist, dass ihr zeitlich den Hinweis nicht abholen könnt, weil die Zeit abläuft. Dann ist es mit dem schwersten, mit der schwersten Prüfung auch hinfällig. Bei den beiden anderen seht ihr ja, könnt ihr ja bei dem ersten 5 Hinweise auslassen und bei der mittleren 2 Hinweise. War aber nicht so mein Ziel. Ich wollte es schwer schaffen und ja. So, noch 10 Sekunden Zeit. Den Hinweis nehme ich erstmal nicht. So, die Hive lebt nämlich noch. So, jetzt habe ich ihn genommen. Jetzt habe ich nur noch 5 Pfeile im Köcher, Bolzen sozusagen, und jetzt musste wirklich jeder Schuss sitzen, weil es waren noch 5 Hives übrig, die ich noch töten musste, um die Aufgabe zu absolvieren. Und bis jetzt sieht es auch ganz gut aus. Aber ich habe euch ja schon verraten, dass es daran ist, wo ich es geschafft habe. Also braucht ihr nicht zu zittern. Das habe ich schon für euch gemacht. So, und wenn ihr hier seid, wenn ihr so weit seid, dann ist eigentlich alles so gut wie gewonnen. Ihr müsst hier vorne nur nochmal aufpassen, dass ihr nicht runterfällt und euch Fallschaden holt. Ansonsten die 2 Hives noch killen. Den Hinweis holen, jetzt auf das Stroh springen. Jetzt rechts die Hive. Da vorne ist nochmal eine Hive. Na komm, spring. Und jetzt ist es eigentlich easy, ihr müsst jetzt hier nur noch hoch.
die restlichen Hinweise holen. Aufpassen, da unten steht noch eine Hive, die kann, wenn sie getriggert ist, euch nochmal eine Plage auf den Hals hetzen. Ansonsten jetzt hier raus, etwas schräg links, da die Hives könnt ihr ignorieren, weil es hier der letzte Punkt ist. Und geschafft. Ja, dann zur nächsten Prüfung. Eigentlich meine ersten, das war eigentlich die zweite, die ich jetzt gemacht habe. Die erste war noch auf dem Testsurfer. Das ist das Scharfschießen. Hier müsst, oder also ihr könnt immer im Schattensicht gucken, wo ihr hin müsst. Wir müssen hier bei dieser Prüfung hinten auf dem Turm. Ihr könnt auch nicht von dem Turm runter und weglaufen. Sobald ihr die Prüfung aktiviert habt, habt ihr einen sehr begrenzten Bereich, in dem ihr euch bewegen dürft. Aber müsst ihr nicht. Am besten bleibt auf dem Turm. Da habt ihr alles. Da habt ihr eine Munitionskiste. So, hier sehen wir, was schief gehen kann. Der angeschossene Immolator rennt wie ein Angestochener durch den gesamten Compound. Haut alle Fässer in die Luft und brennt mir die Zombies so schnell ab, dass ich sie gar nicht mehr erschießen kann. Was kann noch passieren? Der Emulator wird erschossen und die dummen Zombies laufen dann natürlich von sich aus ins Feuer. Schwachköpfe hoch 4. So, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Run, wo wieder fast alles gut ging, aber am Ende doch noch geschafft. Schießt am besten erstmal alle Zombies, die ihr seht, weg, bevor ihr einen Immolator anschießt. Weil man kann nie wissen, wie ihr es gesehen habt. Der Bruder rennt sonst wohin. Und dann sollte es nicht passieren, dass er unterwegs einen Zombie anfackelt. Merkt euch die Spawnpunkte der Zombies, damit ihr rechtzeitig, falls der Immolator dort in der Nähe steht, den Zombie noch erschießen könnt. Nachladen, auch so ein Thema. Bleibt immer bei der Kiste und während des Nachladens könnt ihr schon wieder Munition aufnehmen, dass er die Knarre richtig voll lädt. Sollte am Ende noch Munition fehlen, nehmt ihr die gleich nach dem Nachladen nochmal mit aus der Kiste auf und habt somit beim nächsten Mal Nachladen wieder eine volle Waffe zur Verfügung. Selbes Spiel. Zombies wegschießen. Wenn sie nicht gerade hinter einem Baum stehen oder wenn man nicht gerade vorbeischießt. So, den Bruder hier noch wegschießen. Ja. Kurz geguckt, ob ein Zombie spawnt. Da ist einer. Oh, da hatte ich nochmal Glück gehabt, dass ich vorbeigeschossen habe. Jetzt rennt er schon wieder los, wie angestochen. Da kommt die nächste an ihrem Spawn. So, bevor ich den Immolator erschieße, habe ich lieber ein paar Kugeln mehr in der Kammer oder im Magazin, weil der Bursche sehr unzurechnungsfähig ist und mal hierhin, mal dorthin rennt. Hier war ich eigentlich auf dem Kopf. Meiner Meinung nach hätte er tot sein müssen, aber naja. Ende gut, alles gut. Er macht gleich. Er ist gleich in. Oh, den Zombie noch erschießen. Obwohl er eigentlich noch geschrien hat. Wer weiß, was das war, aber ich will mich nicht beschweren. Er scheint jedenfalls nicht verbrannt zu sein. So, und jetzt haben wir es eigentlich so weit geschafft. Wir müssen bloß noch jetzt noch 8 Zombies erschießen. In Ruhe nachladen. Wir haben noch über eine Minute Zeit. Absolut easy machbar jetzt. Wenn ihr nicht aus Versehen ein Fass in die Luft jagt oder einen Emulator in Brand schießt, sollte jetzt eigentlich alles in trockenen Tüchern sein. Noch 5 Stück. 4. Noch 3. Noch 2. Und noch eine letzte. War nicht das Köpfchen.
So, das war's. Mit der zweiten Prüfung. Ja, ich zeige euch gleich noch die Horde oder die Welle. Kurz, nicht lang, weil ich ausgeflippt bin. Aber vorher holen wir uns unsere Belohnung ab. Die gibt's unter dem Reiter Fortschritt Prüfungsprämien. Etwas versteckt. Manchmal verstehe ich das User-Interface nicht. Ist meiner Meinung nach nicht optimal, aber nehmen wir es mal so hin, wie es ist. Ja, dann kommen wir mal zur dritten Prüfung, die ich machen wollte. Das war der Horde-Modus oder Wellenmodus, keine Ahnung, wie man es nennt, wo die Zombies halt in Wellen immer wieder spawnen und dir immer wieder auf den Sack gehen. So, hier sollen wir nämlich bei diesem Modus 8 Fleischköpfe töten, Meatheads, ohne Schaden zu nehmen, ohne Giftschaden oder sonst jeglichen Schaden. Und, weiß nicht, woran es lag. Vielleicht sind 3 Prüfungen am Tag doch zu viel für mich. Jedenfalls war ich dann schon richtig frustriert. So, hier war das schon. Hatte ich 3 getötet, war aber schon wieder physischer Schaden. Hier habe ich Giftschaden erlitten. Hier gucke ich, wo er ist. Da hinten hat es kurz blau geblitzt, aber dann stand er doch woanders. Ihr müsst da Schattensicht wirklich dann erst benutzen, wenn Start da steht. Ansonsten weiß nicht, was das ist, was euch da angezeigt wird. Hier habe ich wieder einen Schaden gekriegt von einem Zombie. Kurz gucken, wo der Fettsack steht. Da steht da hinten ein Mini. So, hier habe ich mich selbst mit einem Fass verletzt. Hier hatte ich eigentlich gedacht, ich habe die Maden im Blick und schieße fröhlich auf den Fetten und kam trotzdem eine Made von irgendwoher. Hier hatte ich dann noch eine andere Prüfung versucht, und zwar 11 Immolator töten, ohne Schaden zu nehmen und ja, gleiches Spiel gewesen. Vor allen Dingen bei diesen Prüfungen, diesen Horde-Prüfungen, müsst ihr sehr lange Wege irgendwie bedenken. Viel Laufwege, die ihr zurücklegen müsst. Weiß ich nicht, muss ich vielleicht morgen nochmal probieren. Erholt, frisch und munter. Ansonsten ist das hier echt, das ist echt hart. Auch die Waffen, der Karabiner Offiziers ist, glaube ich, die schießt recht schnell. Hat aber nur 7 Schuss und ist recht schnell leer geschossen, wie wir gleich sehen werden. Wieder kurz geguckt mit der Schattensicht, wo das nächste Ziel ist. Und schon höre ich Hunde und habe schon meinen ersten Blutungsschaden. Und dann guckt euch das an, Alter. So schnell könnt ihr gar nicht gucken, wie hier. Und nachladen ist sowieso, kannst du vergessen, wo kam jetzt der Giftschaden her? Ich war so fertig, ich habe nur noch geschrien. So. Dann hoffe ich, hat euch das gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.